Benedikt wurde geboren ungefähr um 480. Das ist so sind die letzten 20, 30 Jahre der Spätantike von der historischen Einordnung her. Mitten in der Völkerwanderungszeit, eine sehr unruhige Zeit ist das gewesen. Eine Zeit, die auch sehr ähnlich zu unserer heutigen gewesen ist, weil es auch eine Jahrhundertwende war, in der er gelebt hat, nämlich vom 5. auf 6. Jahrhundert. Wir wissen eigentlich über ihn als Person relativ wenig, aber wir wissen natürlich sehr viel über sein Denken aus seiner Regel, die er geschrieben hat, aus der Mönchsregel. Er hat in Rom studiert, also wahrscheinlich freie Künste oder Jura, was man studiert hat klassischerweise. Und er ist dann sehr schnell von dem ganzen Leben in der Welt abgestoßen gewesen. Es war ihm zu oberflächlich, zu dekadent, zu gedankenlos und sicherlich auch sehr, sehr ungeordnet damals, weil das auch schon der Untergang des Weströmischen Reiches war in dieser Zeit. Und er hat sich dann zunächst mal zurückgezogen, einsiedlerisch, hat also versucht, allein seinen christlichen, geistlichen Weg zu leben, auf unterschiedliche Art und Weise. Und offenbar ist ihm das auch ganz gut gelungen, weil es dann Mönche gab. Es gab ja auch schon vor Benedikt Mönchsgemeinschaften. Er ist ja nicht in dem Sinne der erste Gründer von klösterlichen Gemeinschaften, sondern es gab da ganz unterschiedliche, nicht so wohlgeordnete Gemeinschaften. Und dann ist man gleich auf ihn zugekommen und hat gesagt, du könntest doch unser Kloster führen. Und das hat er dann auch gemacht, Vicovaro, das Kloster. Man weiß jetzt nicht genau, ich weiß es zumindest nicht, wie groß das war. Ich denke, diese Klöster waren bei weitem nicht so groß wie unsere klassischen Klöster, die wir kennen. Aber Benedikt war dann zu konsequent. Der war einfach zu ehrlich. Im Grunde genommen war er vielleicht zu praktisch, weil er gleich immer auf alles hingewiesen hat, was man in der Lebensführung verbessern könnte. Und das hat dann dazu geführt, dass sie den schnell wieder loswerden wollten und bis zu einem Vergiftungsversuch geführt. Ist aber vereitelt worden durch göttliches Eingreifen. Ja, und dann ging das eigentlich so weiter. Er hat dann sogar 13 Klöster gehabt in der Nähe von Rom, also 13 Gemeinschaften, die er geleitet hat. Man sagt immer ein Kloster plus 12 weitere. Das waren sicherlich kleine Mini-Gemeinschaften. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert, weil ich glaube, ein Aspekt, den muss man bedenken, der hat auch seinen Ort gesucht. Denn etwas ganz Wichtiges ist ja beim Benediktinertum die Ortsbeständigkeit. Und offenbar war Benedikt auch jemand, der seinen Ort suchte und ihn dann schließlich auch gefunden hat in Monte Cassino, wo er dann sein Kloster gegründet hat. Und das ist auch dann seine endgültige Lebensstation gewesen, Monte Cassino. Was ganz klar ist, Benedikt hat dort seine Regel geschrieben. Das heißt, er hat sich sehr genau überlegt, wie das Leben an diesem Ort und aufgrund seiner Erfahrung stattfinden sollte. Vor allen Dingen aber hat er dort einfließen lassen seinen Traum vom Klosterleben, und der war ganz klar dadurch geprägt, dass Mönche zusammenleben unter einem Abt. Und ich glaube, das war das Prägende für dieses Leben in Monte Cassino, dass dieses Konzept erstmals wirklich ganz klar verwirklicht wurde. Eine Gemeinschaft, die einen Vater hat, die brüderlich aufgebaut ist, die aber auch eine gewisse Hierarchie in sich hat, ohne eine Gleichmacherei zu betreiben unter den Mönchen. Also auch ein Eingehen auf die Persönlichkeit jedes Einzelnen. Das hat es bei ihm schon gegeben. Und das, glaube ich, entspricht sehr stark seinen Erfahrungen, die er vorher gemacht hat. Denn er hat ja selbst seinen Weg gesucht und mir hat immer so eingeleuchtet, dass er das auch anderen eröffnen wollte, die vielleicht nicht so stark waren wie er, auch durch diese Regel eine Anleitung zu haben, ihren eigenen Weg zu finden, zu Gott, zu Christus. Das ist prägend aus meiner Sicht dafür. Benedikt spricht ja heute noch zu uns, weil wir können seinen Text lesen. Die Regel ist auch nicht ein theologisches Buch, was man nur in einer speziellen Buchhandlung kaufen kann, sondern die ist
sehr, sehr weit verbreitet in einem wunderbaren kleinen Exemplar, was es gibt in deutscher Sprache. Also er kann zu uns sprechen. Es ist etwas, was nicht nur Philologen zugänglich ist. Viele andere Ordensregeln, die nie zur Bedeutung gelangt sind, die kann man nur in wissenschaftlichen Büchern finden. Die Regel Benedikts ist sowas wie ein Bestseller der geistlichen Literatur und die könnte man sich auch in der Bahnhofsbuchhandlung vorstellen. Selbst damit in Berührung gekommen bin ich im 15. Lebensjahr, als ich zum ersten Mal die Abtei Gerlewe im Münsterland besucht habe. Das war im Sommer 1985. Und damals hat mein Vater mich angesprochen und sagte, Martin, da war ein Zeitungsartikel über Gerlewe und du wolltest doch immer schon mal gerne in ein Kloster fahren, warum fährst du nicht da mal hin? Ja, und dann habe ich das tatsächlich auch gemacht und bin dann eine Woche dort geblieben und habe auf diese Weise auch mit der Regel des heiligen Benedikt Kontakt bekommen, weil die liegt ja in einem Kloster in jedem Gastzimmer auf dem Tisch. Und da habe ich natürlich dann da drin gelesen und mich irgendwie versucht hinein zu versetzen und habe dann so überlegt, passt das heute noch so zu dem Leben, was die Mönche führen? Zum Beispiel steht in der Regel, die Mönche müssen wissen, dass sie nicht einmal über ihren eigenen Leib verfügen können. Das hört sich sehr merkwürdig an in der heutigen Zeit. Und dann habe ich mir solche Gedanken gemacht. Wie setzt man denn das heute um, solche Anweisungen? Ja, und so kam ich dann öfter nach Gerlewe und es gab dort auch einen Mönch, Pater Anselm, der Philologe war und sehr viel über die Regel forschte. Und dem habe ich manchmal etwas geholfen, so Fotokopien zu machen. Und der hat mir dann halt die Regel geschenkt, lateinisch-deutsch. Da war ich wahrscheinlich dann so 16, denke ich. Und seitdem kenne ich die Regel und habe mich damit beschäftigt. Später natürlich dann auch, als ich selbst im Kloster lebte in Gerlewe. Da hat man dann ja einen sehr intensiven Unterricht im Noviziat und lernt die Regel dann nochmal aus einer ganz anderen Sicht kennen, nämlich aus der heutigen Klosterpraxis. Die Regel passt natürlich sehr zu mir, weil die auf Lateinisch geschrieben ist. Und ich liebe die lateinische Sprache und habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, auch im Studium, später, als ich aus dem Kloster wieder ausgetreten war. Und insofern war das schon eine wunderbare Voraussetzung, die mir die Regel attraktiv gemacht hat. Weil ich komme sehr über den Klang einer Sprache. Eine Sprache, die mich klanglich anspricht, die geht mir auch zu Herzen und die sagt mir auch etwas. Und das war schon, das sprach in mir das Philologische an, also die Liebe zum Wort, das, was mich ausmacht. Und insofern war es sehr, sehr gut, dass es gerade diese Regel gab in ihrem differenzierten Text. Die hat mich dann schon immer wieder begleitet in unterschiedlicher Intensität. Erstmal eine Zeit lang gar nicht so sehr. Dann habe ich ja unter anderem Latein des Mittelalters studiert. Da kommt selbstverständlich die Benediktusregel vor, denn die ist nach der Bibel der zweithäufigste Text des Mittelalters. Kein Buch wurde öfter abgeschrieben als die Benediktusregel. Das fand ich faszinierend. Daher war das dann auch mein Prüfungsthema in der Magisterprüfung. Und so bin ich immer wieder auf einzelne Kapitel zurückgekommen, einfach so schmökernd, würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht so sehr, dass ich mir jetzt gesagt habe, du musst irgendwie dieses Klosterleben festhalten, in einer Art Privatklosterleben. Das würde mir jetzt nicht so liegen, diese Frage, aber immer wieder mal so reingeschaut und Stellen gefunden, die mich angesprochen haben, weil ich auch ein Mensch des Alltags bin. Ich bin nicht so ein Mensch des Feiertags, der da immer in der Ausnahme leben möchte. Ich liebe den Alltag in seinem Ablauf, in seiner Arbeit, in seiner Selbstverständlichkeit. Und in dieser Situation finde ich mich in der Regel sehr stark wieder. Der Alltag, wie er gestaltet werden kann, geistlich, aber nicht als,
als eine Art Leistungsaskese, nicht als eine Art Checkliste, die ich abarbeiten muss, die ich unbedingt erreichen muss, sondern immer wieder eigentlich als eine innere Stimme, die den Alltag begleitet, als eine Interpretationshilfe, die da ist, als ein Weg zur Achtsamkeit. Aus der Regel des heiligen Benedikt, das 73. Kapitel, die Regel als Anfang unseres Weges zur vollen Gerechtigkeit. Diese Regel haben wir geschrieben, damit wir durch ihre Beobachtung in unseren Klöstern eine dem Mönchtum einigermaßen entsprechende Lebensweise oder doch einen Anfang im klösterlichen Leben bekunden. Wenn du also zum himmlischen Vaterland eilst, wer immer du bist, nimm diese einfache Regel als Anfang und erfülle sie mit der Hilfe Christi. Dann wirst du schließlich unter dem Schutz Gottes zu den oben erwähnten Höhen der Lehre und der Tugend gelangen. Woher kommt unser Heil? Das ist eine Frage, die den Menschen immer wieder umtreibt, in schwierigen Situationen, aber auch existenziell für sein Leben. Und wir finden immer wieder Epochen der Geschichte, wo Heilsbringer auftreten, die uns beglücken wollen mit ihrer neuen Lehre, mit ihrem absoluten Weg zu einem himmlischen, nein, zu einem irdischen Paradies. Das ist es nämlich gerade, so wie Marx und Engels zum Beispiel, da überlebensgroß in Berlin an prominenter Stelle stehen, in einer fast bedrohlichen Szenerie, fest, unumstößlich als eine Lehre, die alles überragt. Und das ist so ziemlich ein Gegenbild zu dem, was Benedikt wollte. Benedikt hat erstmal ganz klar darauf verwiesen, seine Regel ist nur für Anfänger geschrieben, obwohl die schon einen ganz hohen geistlichen Wert hat, heute im Rückblick betrachtet, war er so bescheiden zu sagen, das ist erstmal nur eine Starthilfe. Und wenn ihr das alles beachtet habt, dann kommt ihr tatsächlich auch zu dieser Liebe, die die Furcht überwindet. Das ist auch bei ihm ein Motiv, was am Anfang gleich aufscheint. Und dann kommt ihr zu den Höhen der Tugend und der Lehre. Interessanterweise endet die Benediktsregel mit dem Wort Doctrina, mit der Lehre. Und da haben wir zwei Gestalten, die sehr auf ihre Lehre gepocht haben und Staatssysteme danach haben sich danach ausgerichtet. Sie haben nicht so lange Bestand gehabt und sind auch nicht so glücklich gewesen. Und für Benedikt ist es ganz klar, diese Lehre, das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes. Und das liegt nicht in uns, das ist keine Ideologie, die wir machen, sondern die müssen wir empfangen, die müssen wir hören und dann darauf reagieren und antworten. Und insofern wollte er ganz bestimmt keine Statue sein, die irgendwo rumsteht. Er hat uns seine Regel hinterlassen und seine Freude wird wahrscheinlich sein, wenn man irgendwie versucht, danach zu leben, aber immer nur als eine Hilfe, eigentlich das Evangelium zu leben. Aus der Regel des heiligen Benedikt, das 31. Kapitel, der Zellerer des Klosters. Als Zellerer oder Verwalter des Klosters werde aus der Gemeinschaft ein Bruder ausgewählt, der weise ist, reifen Charakters und nüchtern. Alle Geräte und den ganzen Besitz des Klosters betrachte er als heiliges Altargerät. Nichts darf er vernachlässigen. Niemand kann ohne Dinge leben. Das menschliche Leben ist offenbar so eingerichtet, dass wir sehr viele Hilfsmittel brauchen. Geräte, Werkzeuge. Und da sagt Benedikt ganz überraschend, das soll man alles wie ein heiliges Altargerät behandeln.
Das überrascht deshalb, weil wir am Altar eigentlich immer etwas eine Ausnahmesituation haben. Wir haben einen Kelch aus Gold, aus kostbaren Materialien, wo das Blut Christi drin ist. Wir haben also besonders gestaltete Dinge und jetzt sagt er, nee, dieser Schraubenzieher, da ist auch ein heiliges Altargerät. Er sagt schon, hier ist Kloster, da ist Welt, hier ist drin, da ist draußen. Schützt euch auch vor dem, was ihr nicht reinlassen sollt in eure Seele. Aber das, was ihr gebraucht, das müsst ihr auch schätzen. Es gibt eine Treue zu den Dingen. Darin steckt auch Arbeitskraft, Erfindungsgabe. Wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wer mit einem Ding unachtsam umgeht, wird es vielleicht auch mit Menschen oder mit seiner Seele tun. Und diese Verbindung finde ich sehr, sehr wichtig und interessant, gerade heute, wo wir ja von der Wegwerfgesellschaft sprechen. Wir sehen auf Schritt und Tritt Müll irgendwo herumliegen. Eigentlich die Achtsamkeit seinen Mönchen ans Herz zu legen, achtsam zu sein, wie du mit den Dingen umgehst, das sagt auch etwas darüber aus, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit dir selbst umgehst. Weil alles das hat ja auch mit Menschen zu tun. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist sicherlich nicht nur, dass man im Kloster sparsam sein soll, sondern es hat einen ganz tiefen Grund, eine Weltsicht, die letztlich auf den Schöpfer verweist, dass alles das, was wir haben, uns eigentlich nicht gehört, sondern von einem anderen kommt, von Gott, der uns das zur Verfügung stellt. Es steht uns nicht frei, mit den Dingen zu tun zu lassen, was wir wollen, sondern wir sollten auch da Ehrfurcht haben. Und in diesem Sinne ist das alles ein heiliges Altargerät, selbst ein Kronkorken, der achtlos am Boden liegt. Aus der Regel des heiligen Benedikt, das 57. Kapitel, Mönche als Handwerker. Sind Handwerker im Kloster, können sie in aller Demut ihre Tätigkeit ausüben, wenn es der Abt erlaubt. Wird aber einer von ihnen überheblich, weil er sich auf sein berufliches Können etwas einbildet und meint, er bringe dem Kloster etwas ein, dann werde ihm seine Arbeit genommen. Er darf sie erst wieder aufnehmen, wenn er Demut zeigt und wenn der Abt es ihm von Neuem erlaubt. Arbeit prägt unser Leben. Wir haben eigentlich überwiegend mit Arbeit zu tun. Wenn wir gerade arbeitslos sind und es als Mangel erfahren, wenn wir krank sind und nicht arbeiten können, ist vielleicht der Gedanke da, was wird aus mir, wenn ich nicht arbeiten kann? Und gerade Benedikt mit seiner Regel wird ja sehr oft ganz kurz zitiert, bete und arbeite. Aber er differenziert das auch, denn im Kloster ist man, um Gott zu suchen. Das ist für ihn ganz klar. Er hat gesagt, das ist eine Schule des Herrendienstes, also man lernt etwas, lebenslanges Lernen ist ein Thema für Benedikt. Er spricht gar nicht so oft von Mönchen oder er spricht unter anderem von Mönchen als Arbeitern, dass Gott seine Huld an seinem Arbeiter erweist. Arbeiter synonym mit Mönch. Er spricht beim Gebet vom Pensum Servitutis, das ist der schuldige Dienst. Das ist noch gar nicht mal so hochtrabend eine Liturgie, sondern das ist das Minimum, was wir machen müssen. Auch da war wieder ein Arbeitsaspekt, Einsatz, Aktivität. Nicht einfach kopflos, sondern natürlich mit dem Ziel, ich eile zum himmlischen Vaterland. Das kommt immer wieder vor. Und jetzt sagt er plötzlich, klar, arbeiten da auch Handwerker und im Kloster vielleicht sogar besonders gut, weil wir müssen ja bedenken, wie stark sich die Kultur auch über Klöster entwickelt hat. Da sind Steinmetze meinetwegen, da sind Schreiber, Maler, alle möglichen Handwerke werden dort ausgeübt und jetzt ist einer da besonders gut und er sagt, ach ihr anderen, ihr macht ja alle nur halbe Sachen, aber ich guck mal hier, was ich gemacht habe. Und eigentlich ist das ja toll, einer leistet sehr viel, einer ist in der Lage, seine Kunst weiterzuentwickeln und dann sagt Benedikt, Moment, wenn der jetzt aber stolz wird, dann soll man sagen, Schluss, diese Arbeit machst du jetzt nicht mehr. Für uns in der Leistungsgesellschaft undenkbar. Selbstverwirklichung durch Arbeit ist für uns ein ganz entscheidender Begriff. Und wie schwer ist es, wenn wir das dann nicht mehr machen können?
weil die Rente kommt, weil wir krank werden, weil wir die Arbeit verlieren. Und da sagt Benedikt, nein, Sinn des Klosters ist Gottsuche und nicht sich aufblähen, weil man hier was besonders Gutes macht. Und deswegen, pädagogisch, wird ihm die Arbeit weggenommen. Könnte uns immer wieder mal so im Gedanken zurückrufen, wenn wir an unserem Arbeitsplatz sind, haben wir genug Demut, geben wir auch den anderen genug Möglichkeit, die mit uns arbeiten, sich zu entfalten, nehmen wir denen das weg, ach komm, gib mal her, das mache ich schon, oder sind wir irgendwo auch aufmerksam und versuchen, andere zu fördern. Und ich glaube, das ist damit auch gemeint, auch jedem seinen Platz zugestehen in einer Gemeinschaft. Aus der Regel des heiligen Benedikt, das Kapitel 6, die Schweigsamkeit. Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund, ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Guten. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde uns vor bösen Worten hüten. Benedikt spricht sehr zu Beginn seiner Regel von der Schweigsamkeit. Das ist sicherlich auch eine Tugend, die wir sehr stark mit Mönchen verbinden. Wir sprechen von Schweigeorden, die Stille im Kloster wird auch sehr stark gesucht von anderen Menschen. Und das kann man natürlich nur durch Schweigen erreichen. Schweigen und Stille ist aber nicht unbedingt dasselbe, aus meiner Sicht. Und wenn wir die Regel lesen, die Worte, die Benedikt zum Schweigen gebraucht, dann ist sein erster Impuls, er möchte vor dem Bösen bewahren. Nämlich vor der Gefahr, das Wort, das ich einmal aus mir rausgelassen habe, das kann ich nicht zurückholen. So wie eigentlich alles, was man als Mensch getan hat, man es aus eigener Kraft nicht zurückholen kann. Das kann nur Gott wieder gut machen oder gut werden lassen. Deswegen auch gerade beim Sprechen, beim Nichtsprechen, erstmal an Schutz. Das heißt, da ist eine asketische Übung zum Besserwerden. Askese heißt ja nur üben, das heißt nicht irgendwo etwas leisten, sondern das heißt wirklich trainieren. Training wäre das beste Wort für Askese, für unsere heutige Zeit. Und das Schweigen ist ein Grundtraining des Mönches oder des Christen, nämlich vor dem Sprechen zu denken. Dann geht er noch ein bisschen weiter und sagt, man schweigt auch manchmal, obwohl man etwas Gutes sagen möchte, nämlich um seinen Egoismus einzudämmen. Denn wenn man immer derjenige ist, der alles kommentiert, der zu jedem noch ein gutes Wort zu sagen hat, dann wird man anderen auch sehr schnell lästig und man wird selbst stolz, weil man immer das letzte Wort hat. Und deswegen sollte man auch manchmal, wenn einem was Gutes einfällt, was wirklich auch tugendhaft ist, es trotzdem für sich behalten, damit man bei sich bleibt. Und das ist das Schweigen. Und das ist für mich auch ein Synonym für etwas, was wir brauchen, eine positive Kultur des Alleinseins. Das Alleinsein nicht als Opfer, sondern als Chance zum inneren Wachsen, zur Innerlichkeit, um zu Erkenntnissen zu kommen. Und dann aber nicht alles ausposaunen, sagt er, sondern bei sich behalten, bei sich wohnen, ein gutes Wort nur dann geben, wenn es auch wirklich nützt und wenn es nicht dem eigenen Stolz dient. Und so kommt man eigentlich zu einer Ruhe, zu einer Ausgewogenheit, letztlich zu einer Gelassenheit. Schweigen ist Gelassenheit. So wie Christus sagt, urteilt nicht, reißt nicht das Unkraut mit dem guten Weizen zusammen aus, so ist sicherlich auch das Schweigen gemeint, bügelt nicht alles durch Worte nieder. Aus der Regel des heiligen Benedikt, das 66. Kapitel. An die Pforte des Klosters stelle man einen weisen älteren Bruder, der Bescheid zu empfangen und zu geben weiß und den seine Reife daran hindert, sich herumzutreiben. Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden,
dass sich alles Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden können. So brauchen die Mönche nicht draußen herumzulaufen, denn das ist für sie überhaupt nicht gut. Sehr wichtig ist ja für ein Benediktinerkloster die Klausur, das heißt das im Klosterbezirk bleiben, an dem Ort bleiben, wo man seine Gelübde abgelegt hat, ein Leben lang und auch konkret im Alltag nicht ständig rausstreben. Weil wenn man erstmal im Kloster ist, strebt man natürlicherweise raus. Das haben die alten Mönche als Dämonen bezeichnet. Die ziehen einen dann raus. Man ist erstmal froh, man hat den ganzen Wust der Welt hinter sich und wenn man das dann nicht mehr hat, dann wird das umso attraktiver. Deswegen, draußen laufen nicht gut, weil es einem vom Ziel abbringt. Ich habe doch ein ganz neues Ziel gefasst, ich will ins himmlische Vaterland eilen. Und jetzt sind da draußen wieder die Verlockungen. Nein, sagt er, das sollt ihr nicht haben, bleibt mal in eurem Klosterbezirk. Ja, und wir sind das heute gewohnt, sehr mobil zu sein. Betrachten das als eine Tugend. Das ist es zum Teil auch, weil wir mit vielen Menschen auch eine Verbindung pflegen können. Und wir tun das auch elektronisch. Im Handy, im Internet. Es bringt sehr viel Gutes und sehr viel Gefahren. Denn wo kann ich eigentlich extremer draußen herumlaufen, als wenn ich im Internet surfe? Ich kann alles sehen. Das Gute und das Schlimmste. Und alles brennt sich ein in die Seele. Ich kann innerhalb von 15 Minuten die Welt umrunden im Internet. Ich kann zufälligerweise auf ganz wunderbare Dinge stoßen und ganz unerwarteterweise auf ganz abstoßende, schreckliche Sachen stoßen. Und die Frage ist, was macht das mit mir? Wo bleibt das hängen? Also ist heute unsere Aufgabe, draußen laufen nicht gut. Schau, wie du das Digitale nutzt. Lass es dir zu Diensten sein, für das Gute, für dein Ziel. Aber schalte das ab, hack das ab sozusagen, wenn du merkst, das greift deine Seele an. Und deswegen mache da eine kleine Klausur im geistigen Sinne und vergiss den Ausschaltknopf nicht.